Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel gegen den 1. FC Magdeburg. Endstand vor 5.211 Zuschauern 1:0 für den SVS. Ich darf beide Trainer ganz herzlich begrüßen. Zu meiner Rechten den Gästetrainer Christian Titz und Alois Schwarz, unseren Coach. Der Gast hat wie gewohnt das erste Wort. Christian, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, es war das Spiel, was wir so auch vermutet haben, wie es laufen wird. Wir werden schon ein Stück weit Spielkontrolle und Ballbesitz haben. Der Gegner steht tief, ist schwierig zu bespielen, wartet auf Umschaltaktionen. Der erste Halbzeit, finde ich, ist nicht passiert, weder Sathausen noch wir haben großartige Einschussmöglichkeiten gehabt. Dann kommen wir aus der Halbzeit raus und wollten uns ein Stück weit umstellen, gehen dann so nach 6 Minuten das erste Mal außen durch, wo wir 3 Spieler hinten auf dem zweiten Pfosten stehen haben, haben nicht den Einlaufweg, wo der Ball dann durch den 5-Meter-Raum geht. Wir hatten nur mal so eine ähnliche Aktion und mussten dann aber aufpassen bei Kontersituationen. Und der Unterschied heute war, wir hatten dann 3 sehr gute Einschussmöglichkeiten mit Bitroff, mit Attik und mit Schuler. Der Gegner hatte auch 3 gute, sehr gute Konterchancen. Und mit dem Einzel, was er gegen uns bekommen, haben wir nicht gut verteidigt in der Entstehung, 2-3 Mal. Und dann kriegen wir hier das Gegentor und haben es dann nicht mehr geschafft, das Spiel nochmal umzudrehen. Vielen Dank. Ich gebe direkt weiter. Alois, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, wie ich vorher im Spiel gesagt habe, das erwartete Geduldsspiel für uns. Es ist klar, Magdeburg hat ständig den Ball und hatte die meisten Ballbesitz der Liga. Und das haben sie auch jetzt wieder demonstriert. Und das ist wichtig, dass man sich da nicht locken lässt und ruhig bleibt. Die Geduld haben wir bewiesen. Was mir nicht gut gefallen hat, war in der ersten Halbzeit, dass wir wirklich, das hat man gesehen, das Selbstvertrauen ein bisschen fehlt, wenn man lange nicht gewonnen hat. Dass wir uns viel nur über zweite Bälle definiert haben und da nicht mutig waren und dadurch auch gar nicht ins Spiel gekommen sind. Das haben wir in der Halbzeit angesprochen, dass wir auch mal mutiger spielen, dass wir auch mal die Ballgewinne, die wir haben, auch mit nach vorne nehmen, nicht nur auf zweite Bälle, sondern auch mal Fußball spielen, weil die Räume waren ja eigentlich da. Und so hat man auch dann in der zweiten Halbzeit mehrere Möglichkeiten, ins letzte Drittel zu bekommen, gerade da, wo es auch wichtig ist. Und eine super Aktion hat man dann genutzt durch Chris, wo wir dann das Spiel auch für uns entscheiden konnten. Ne? Es ist so, ein Kollege hat ja in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, der Bock steht noch. Jetzt haben wir den Bock umgestoßen, deswegen ist es auch egal, ob wir viel Ballbesitz, wenig Ballbesitz hatten oder wie das war. Für uns war es mal wichtig, nach der langen Durststrecke einfach mal wieder einen Dreier einzufahren und der tut uns gut. Und jetzt gehen wir in die nächste Wettkampfvorrichtung Paderborn. Dankeschön. Dankeschön, hallo, und dann kommen wir zu den Fragen. Bei den Gästen aus Magdeburg würde ich darum bitten, kurz Namen und Medium zu nennen, damit wir wissen, wer wir vor uns haben. Geht los? Ja, dann bitte einmal das Mikro in die zweite Reihe geben. Genau. Dankeschön. Ja, guten Tag zusammen. Guten Tag, Herr Tietz. Janik Sammert von der Volksstimme. Ich würde gerne erstmal auf die erste Halbzeit eingehen, weil es war klar, es wird ein Geduldsspiel. Auf der anderen Seite hat in der ersten Halbzeit ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt, Konter nicht vernünftig zu Ende gespielt. Hier und da hat es auch ein bisschen an der Ideenfindung gehapert. Was überwog da in der ersten Halbzeit für Sie? Also Geduld oder eben halt... Nein, die Geduld, weil wir, das war uns schon bewusst, dass wir hier auf den Gegner heute treffen, wo wir geduldig sein müssen. Und dann kommen wir aus der Halbzeit raus und da haben wir es dann auch direkt besser gemacht. Haben wir mehr Aktivität drin gehabt, noch ein klein bisschen umgestellt, aber letztendlich gehen wir heute 1-0 als Verlierer vom Platz, weil wir dann ein Stück weg die Konsequenz und Geduld verloren haben. Hier kann es ja dann bis zum Schluss 0-0 stehen und dann kriegst du vielleicht mal noch eine Möglichkeit, aber da haben wir uns leider heute dann selbst geschlagen. Am Ende des Tages hat die Spielidee des Gegners hat heute gefruchtet. Das heißt, mit der Spielidee, die der Gegner gewählt hat, hat es am Ende für den Sieg gereicht. Was denken Sie darüber, dass es eben dann zugunsten von Sandhausen in dem Zusammenhang ausgegangen ist? Ja, Sandhausen gewinnt ja heute 1-0 und auch nochmal Glückwunsch an Sandhausen. Das entsteht dadurch, dass sie eine ihrer Chancen genutzt haben und wir haben das nicht gemacht. Und damit verbunden war es eben halt auch wieder einen hohen Aufwand, den Ihre Mannschaft an den Tag gelegt hat. Wie bitter ist es, dass man das dann eben halt nicht in das Ergebnis ummünzt? Und wie denken Sie dann genau darüber, dass dieser Aufwand am Ende nicht zum Ergebnis oder zu einem guten Ergebnis geführt hat? Ich weiß, dass es ab und zu mal Spiele gibt, da machst du vielleicht nicht ein Tor oder machst vielleicht noch spät ein Tor. Aber dafür ist es umso wichtiger, dass du es konsequent verteidigst. Und ich habe das auch schon vor dem Spiel gesagt, dass Sandhausen im Umschaltspiel wirklich eine Qualität in ihren Reihen hat mit guten Jungs. Und wenn ich an der Außenseite sehe, wie wir 3-mal hintereinander den Zweikampf nicht klar klären und wenn wir dann aus dem Zentrum mit unserem Innenverteidiger, Außenverteidiger rausgehen, dann müssen wir in den Zweikampf oft drin sein und müssen auch mit dem Körper drin stehen. Und das ist da nicht passiert und dann sind wir ins Springen reingekommen. Dann noch eine letzte Frage, und zwar würde mich interessieren, welche Richtung es in der Halbzeit ging.
ja, was war da der Ansatz, worum ging es in der Halbzeit bei Ihnen? Schon, dass wir, wenn wir nach innen ziehen, dass wir mehr mit Eingaben spielen, dass wir mehr zum Torabschluss kommen. Dass es dann kein Feuerwerk war, heute weiß ich auch, aber es hat dann trotzdem zu 5 Möglichkeiten, davon 3 guten Chancen gereicht. Und dann kann das auch ab und zu mal in einem Spiel reichen, dass du deinerseits ein Tor machst. Wenn du es aber nicht machst, wie wir heute, und dann können wir uns dann auch nicht beschweren, weil der Gegner hat seine Chance dann genutzt. Dankeschön, Herr Tietz. Bitte. Gut, gehen wir das Mikro weiter. Vielleicht wechseln wir mal kurz. Von Johannes Blehm, Schwetzinger Zeitung. Dankeschön. Hallo. Herr Schwarz, Sie haben heute im 4-2-2-2 begonnen und Bachmann auf die 6 gestellt. Was waren die Gründe hinter diesen Entscheidungen? Ja, erstmal ist es für uns natürlich nicht einfach. Beide Außenverteidiger fallen aus, die gesetzt sind, und beide Zentrumspieler mit Tom und Erik sind ausgefallen. Ist für uns natürlich auch immer eine Neufindung, aber das gute Gefühl im Zentrum hat mir es gegeben, dass May und Yannick Bachmann gut zusammenpassen, die da einen guten Job gemacht haben im Training, das gezeigt haben, um da die Stabilität zu kriegen. Und auch vorne, dass wir mit 2 anlaufen, weil der Gegner ja den Torwart mit rausnimmt, dass wir jetzt nicht mehr mit einem nur anlaufen, dann laufen wir sich tot, sondern mit 2. Und letztendlich ist nicht so richtig für Tempo ins Spiel gekommen, haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Ich meine, bis mal Magdeburg dann richtig über die Mittellinie gespielt hat, hatten sie, glaube ich, 7 oder 8 Pässe mit dem Torwart zusammen. Dadurch war immer Ruhe für uns ein bisschen da und wir sind nicht so ins Laufen gekommen, und das haben die 2 vorne ganz ordentlich gemacht. Weitere Nachfragen. Klaus Weber, RNZ, und dann gehen wir hinten rüber. Mhm. Schwarz, wie war denn die Stimmung jetzt in der Kabine auch von den Spielern gelöst, nämlich auch nach der? Ja, ist ja normal, dass wenn man so eine Durchstrecke hat, da wird immer dann, man wird damit konfrontiert, ja, wie lange nicht gewonnen, so lange nicht gewonnen, und das ist natürlich immer dann bitter. Nur wir wissen ja, wer wir sind, und wir wissen, wo wir herkommen, und es ist nicht so einfach. Und wenn man die Spiele sieht, die immer nur ganz Kleinigkeiten waren, immer nur mit einem Tor, entweder gewonnen, jetzt wie heute, oder eben dann auch verloren, wie jetzt gegen Nürnberg zu Hause oder auch gegen Hannover, wo wir eigentlich die bessere Mannschaft waren, wo wir heute nicht die bessere Mannschaft waren. Deswegen ist manchmal Fußball nicht zu erklären. Gut, gehen wir das Mikro einmal bitte noch nach hinten. Dankeschön. Lisa Siegel, Bild-Zeitung. Herr Tietz, was haben Sie der Mannschaft heute nach dem Spiel gesagt? Und wie kriegt man die Endkonsequenz jetzt endlich mal auf den Platz? Das ist im Fußball nicht ganz so einfach, weil Fußball letztendlich auch ein Fehlerspiel ist. Und leider ist es uns heute so passiert, dass wir eigentlich das Spiel über fast die komplette Spielzeit kontrollieren, aber wir leider 2-3 Mal inkonsequent verteidigt haben. Und das durften wir uns einfach nicht erlauben. Und das war über die Flügel gewesen, wo wir wussten, wenn wir durchstehen, wenn wir dran sind, dass wir dann den Gegner im Zweikampf stellen. Dann kann es im Notfall auch mal sein, dass es einen Körperkontakt gibt und die Situation wird unterbrochen. Aber da haben wir uns einfach nicht gut angestellt. Und deswegen verlieren wir dann auch folgerichtig. Und das habe ich den Jungs auch kurz gesagt, aber das werden wir morgen in Ruhe mit der Mannschaft analysieren. Cristiano Piccini und Leon Belbel standen heute nicht im Kader. Wann haben Sie entschieden, dass die beiden nicht fit genug sind, heute zu spielen? Das hab ich nicht entschieden. Das haben die Spieler selbst. Bei Cristiano war es nach dem Donnerstagtraining, wo wir dachten, eigentlich ist alles gut, kam er den nächsten Tag und ist der Muskel wieder zugegangen. Von da konnten wir ihn nicht einsetzen. Und bei Leon war es so, dass er einen Infekt hatte und keine gute Nacht, und er auch sich nicht in der Lage gesehen hat, dass er spielen kann. Alles klar, vielen Dank. Bitte. Gut, weitere Nachfragen noch? Klaus Weber? Dennis Diekmeier, gibt es was Neues vom Gesundheitszustand? Er hat trainiert, aber hat sich nicht so gefühlt, dass er jetzt auch eingesetzt werden konnte. Wir haben ihn zur Not auf die Bank genommen, falls vielleicht die letzten Minuten was passieren würde. War ja fast so, wo Baschi jetzt gerade ganz zum Schluss nochmal. Aber er war jetzt nicht in der Lage, über längere Distanz zu spielen. Wir müssen weiterschauen. Gut, dann vielen Dank an alle unseren Gästen, einen guten Nachhauseweg. Und wir sehen uns wieder dann kommende Woche. Auswärtsspiel in Paderborn, der Beginn unserer englischen Woche mit dem Pokalspiel gegen den KSC am Mittwochabend, 18 Uhr hier. Und das Ganze endet dann mit dem Auswärtsspiel in Regensburg am Samstag. Dankeschön, bis dann. Tschüss. Danke.